Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Und zwar teste ich mit euch das Spiel heute Trials of the Gauntlet. Auch dieses Spiel habe ich wieder vom Publisher zur Verfügung gekriegt. Und natürlich habe ich wie immer ein bisschen vorbereitet, dass ich gleich auf Anhieb sagen kann, von wem. Moment, Trials of the Gauntlet. Ich möchte da wirklich den Publisher auch entsprechend erwähnen. Genau, so ein bisschen vieles. Ein bisschen viele. Kann man die nur mit. Titel nicht gleich. Da, okay. Also vom Publisher Broken Dinosaur Studios. Okay, ich bin gespannt. Das Spiel kam am 16. März raus und ja, wir schauen es mal miteinander an. New Game. Okay. Also mit dem Leben weckt. Achso, zeigt in welche Richtung ich gerade irgendwas mache. Okay. Was ist das da hinterhaken? Rechte Maustaste. Ah, aber geil. Okay. Tatsächlich hinterhaken. Also das haben wir gemerkt. Attack. Oh, die scheinen ein bisschen wieder zu halten. Ein Kabel. Oh, echt? Ah, was? Okay, wir haben verschiedene Waffen, alles klar. Ah, wir haben eine Elektroanzeige oben links, alles klar. A, D. Okay, so springen haben wir das gefunden. Okay. Okay, wir können jetzt noch nicht aufsammeln. Jetzt bin ich die Frage, kann man hier was holen? Moment. Da oben war was. Okay, ich hab ein bisschen viel. Ich hab ein bisschen viele Tasten gleichzeitig gedrückt. Wow, okay. Okay, wir haben so einen Sieger gefunden. Nikola Tesla. Sehr schön. Ich muss darauf bleiben, alles klar. Das ist gar nicht so einfach irgendwie. Warte mal. Okay, so geht's. So. Hier sind Zahlen. Ich hab keine Ahnung, was die Zahlen eigentlich sind. Was Bomben, echt?
Okay, wir haben Bomben, alles klar. Ja, das haben wir schon mal kapiert. Hier habe ich den extremen Strom. Okay, ins private Wohnhaus vom Doktor, da sind wir gerade eingestiegen. Hä? Wie? Jump, den Gray. Oh, was? Oh. Ich hätte ja viel Schaden gemacht. Er kann töten. Super, wir sind fast tot. Dann sieht es nicht mehr aus. Moment mal kurz. Ist ja schon tot, ne? Was steht da? Nikola Tesla. Okay, wir haben Nikola Teslas Grab gefunden, alles klar. Ah, okay. Oh, so guten Heiltrank können wir jetzt brauchen. Können wir das Tesla vielleicht aufwecken? Nee. Das wäre so ein cooles gewesen. Wenn derjenige, der die Elektrizität erfunden hat, glaube ich. Das ist auch Tesla. Okay. Hier geht es um Tesla-Leute, eindeutig. Okay, jetzt kriegen wir ein bisschen Heiltränke noch. War ja. Welche von denen wird wach? Okay. Okay, jetzt kommt hier Plattform, ich wusste es. Ich hoffe mal, ich habe es nicht aktiviert. Ja, da kommt was hoch. Nein! Boah, okay. War nicht ganz so gut. Okay, das ist ein bisschen schwieriger. Ah, okay, hier wieder, okay. Ach du Scheiße. Boah, das ist echt schwierig. Moment. Okay, bin tot. ja. Ja, das war super. Ich habe versucht mal auf den Spitzen zu spielen, ne? Boah, ich muss irgendwas kapieren, wie das genau die Steuerung geht. Das Problem ist, das ist so schwierig, man muss gleich hochdrücken, sonst fällt man runter. Dauersterben mit Virus. Ich hätte es fast geschafft. Ich hätte es fast geschafft, rüberzukommen. Ja.
Okay, ich habe wieder mal zu viel gedrückt. Okay, man kann hier durch die Sachen durchgleiten. Wieso habe ich hier die ganze Zeit von Niklas Tesla Sachen wegen mir? Keine Ahnung. Hier geht es nicht weiter. Nee. Oh, what? Ich lebe noch. Okay. Okay, jetzt nicht mehr. Okay, wo starten wir jetzt? Bei dem Ort, ja. Haben wir das geholt? Boah. Diese Easy Switch, Easy Setting Box, glaube ich, die werde ich jetzt nicht mehr rauskicken, dann aber. Moment. Okay, ich sehe gar nicht. Okay, ich finde es gar nicht den Punkt, um sie zu aktivieren. Ah, jetzt geht es nicht mehr, oder wie? Ah doch, so geht's wieder. Es ist schon offen, okay. Nein! Boah! Wer weiß, wie war das Mausrad? Also ist die Frage, triff ich das? Pff. Oh Mann ey, ich bin so dämlich. Wo steht man jetzt vor dem? Was, if the robot dies, you can... Ja. Ich hätte ihn nicht töten dürfen, den Roboter. Ah, da ist was. Kann ein Bild stehen, alles klar. Okay, ich habe aus dem Fenster getippt. Mein Gott. Ja, klar. Ja, du bist gestorben. Man kann es tatsächlich sich am Bücherregal festhalten. Am Bild. Nicht schon wieder. Oh Mann. Boah, das nervt. Hier springt hier ein Programm die ganze Zeit darauf an, weil ich hier rumklicke. Oh, aber rumklick, ich sehe gar nicht, wie lange die Aufnahme läuft. Moment. Ich habe das Fenster zugemacht, nämlich. So, 14 Minuten, alles klar. Passt. Ah, oh, schon wieder. Boah. Also die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig, wenn ich das sagen darf. So, jetzt geht's. Wir sind noch weiter, alles klar. Sehr gut. Schalke war oben noch in ein Easter Egg gewesen, aber naja. Oh, Retief. Da oben war was. Ja.
Was looked like the clock tower and is just what way? Ja, wieder aus dem Fenster geklickt. Soll später kommen, alles klar. Ja, hier liegt nichts, okay. Ah, halt da. Hello, my name is Spotbot. Okay. Ja, okay, alles klar. Das S. Ach so. Alles klar, man kann mit S runterspringen. Wenn wir arbeiten. Was ist das jetzt gerade? Okay. Oh, das hat was geklappt, ey. Wäre das so gedacht gewesen? Ich glaube nicht, oder? Das ist wahrscheinlich so gedacht, wir versuchen es trotzdem. Okay, ich glaube, das geht echt so, das ist viel zu weit. Okay, man kann auf Bildrahmen wieder. So, und jetzt die Frage. Ah, ich kann es so aktivieren sogar. Ja, toll, das muss ich, habe ich eigentlich geschnallt. Und jetzt? Ja, okay, wir sind die Plattform. Okay, wisst ihr was, wir lassen das mal so weit, so gut. Ich denke, wir haben gesehen, um was bei dem Spiel hier geht. Also, ein Indie-Plattformer, ich muss sagen, so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Also, er hat durchaus seine Finessen und seine Schwierigkeiten und man muss ein bisschen mit der Steuerung rankommen. Wahrscheinlich wäre es noch einfacher, wenn wir es im Vollbildmodus spielen würden und dann hätte die hier fette, schwarze Balken, das wollte ich nicht damals im Vollbildmodus gespielt. Gut, ich bedanke mich dementsprechend nochmal beim Publisher für den Key und ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es gefunden habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Let's Test. Bis dann und bye bye. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.